Hallo Cutie-Nieder und herzlich willkommen zurück zu Cute Lifehacks. Heute zeigen wir euch unterschiedliche Do-It-Yourselfs, die überraschend einfach zum Selbermachen sind. All diese DIYs werden mit unterschiedlichen Stickern gemacht und können also schnell repariert werden, wenn ihr mal einen Fehler machen solltet. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, die ihr beachten könnt, damit ihr diese Ideen zu Hause nachbasteln könnt. Also bleibt dran! Das Tolle ist, dass diese Ideen unglaublich einfach zum Selbermachen sind und man sie wirklich ohne große Erfahrung oder Können nachmachen kann. Starten wir mit dem Regenbogen-Deko-Element. Dieses Do-It-Yourself ist nicht unsere Idee, aber etwas, was wir auf einem viralen TikTok-Video gesehen haben. Wir wollten hier auch das Video verlinken, aber haben diesen TikTok-Hersteller nicht gefunden. Und leider wurde das Video gelöscht, also falls ihr ihn finden solltet oder zufällig wissen solltet, wer das auf TikTok gepostet hat, bitte kommentiert es einfach unten. Wir finden, dass es wirklich toll aussieht und super geniale Effekte im Sonnenlicht hat. Um zu starten, braucht ihr ein geometrisches Glasterrarium. Unseres ist eine etwas größere Variante, aber es gibt hier unterschiedlichste Designs, die wirklich toll aussehen und jede Größe passt hierfür toll. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch zwei Arten von Fensterfolie. Die erste ist von Rainbow Symphony und hat eine geniale, schimmernde Kristalloptik. Das Design wird auch als prismatisch oder als gebrochenes Eis bezeichnet und man findet es online von unterschiedlichsten Herstellern zu kaufen. Diese Fensterfolien sind dafür gedacht, dass man Fenster versiegelt und man kann nicht mehr so gut hineinsehen kann. Das zweite, was wir hier verwenden, heißt Chameleon Fensterfolie und hat diesen genialen irisierenden Effekt, der derzeit absolut im Trend ist. Obwohl beide als holographisch bezeichnet werden, haben aber beide keinen holographischen Effekt. Denn genau genommen bezeichnet man das alles als Dichrom oder Dichromatic Rainbow. Fensterfolie ist genau genommen ein riesiger Sticker, den man auf das Glas klebt. Die Klebefunktion ist recht schwach, also kann man es auch leicht abnehmen, wenn man sich mal irgendwie vertun sollte. Das war das erste Mal, dass wir mit Fensterfolie gearbeitet haben für ein Do-It-Yourself und ist vermutlich eins der tollsten Do-It-Yourself-Materialien, was aber viel zu wenig eingesetzt wird. Es ist schnell zu fixieren und einfach zu verwenden und man braucht keinen Kleber oder Klebeband, um es zu fixieren. Du kannst einfach Notizbücher, Handycases oder Sonnenbrillen damit umseilen. Um dieses Deko-Objekt zu machen, musst du zunächst einfach die einzelnen Elemente ausschmessen und anschließend ausschneiden. Wirklich störend sind Bläschen oder Unebenheiten gar nicht, denn die Folie hat ein so unglaublich unregelmäßiges Design, dass sie gar nicht auffallen oder sichtbar sind. Für ein wirklich tolles Ergebnis vermische einfach die beiden Fensterfolien und verwende immer abwechselnd die unterschiedlichen Designs, denn so kann die Sonne noch vielfältiger durch das ganze Terrarium scheinen. Das sieht man auch jetzt hier toll, wenn man es im Licht bewegt. Hier noch ein schneller Tipp, um sicherzugehen, dass du auf der richtigen Seite arbeitest, wenn du mit asymmetrischen Paneelen arbeitest. Die Fensterfolie kommt in einer Rolle eingerollt und die Seite innen ist immer die, auf der die Kleber ist. Also wenn ihr das Glas so auf die Fensterfolie auflegt, dann erinnere dich, dass die aufgerollten Ecken nach oben stehen müssen. Natürlich, wenn dein Panel absolut symmetrisch ist, dann kannst du das alles ignorieren und einfach zuschneiden, wie es für dich praktisch ist. Diese Fensterfolie ist wirklich unkompliziert und man kann alles recht schnell neu positionieren oder von neu starten. Man kann sehr schnell und unkompliziert arbeiten und alles wirklich sehr individuell gestalten. Das Material der Fensterfolie ist auch wirklich toll zum Verarbeiten und etwas, was man wirklich für unterschiedlichste Do-It-Yourself-Projekte noch toll weiterverwenden kann. Wenn man die Rolle kauft, hat man schließlich einige Meter, die man dann noch wirklich genial weiterverwenden kann für unterschiedlichste Projekte. Das fertige Deko-Element sieht wirklich toll aus und wir haben noch nie gesehen, dass etwas in dieser Art in Shops verkauft wird und wenn du es in der Nähe von einem sonnigen Fenster platzierst und dann das Licht durchscheint, ist es wirklich entzückend und macht so viele verschiedene Regenbogeneffekte im Zimmer. Du kannst es auch in die Sonne halten und so wirkliche, echte Instagram-Filter in deinem Gesicht kreieren. Dieses Do-It-Yourself hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß beim Selbermachen gemacht, war auch wirklich schnell umzusetzen. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Do-It-Yourself, wo es auch um Sticker geht. Das nächste Do-It-Yourself sind diese super süßen AirPod-Cases. Wir lieben diesen 90er Jahre inspirierten Look mit den kleinen Kawaii-Stickern. Diese transparenten Behälter für AirPods bekommt man recht günstig online zu kaufen und sie kosten meistens um die 10 Euro. Dann braucht ihr noch unglaublich viele kleine winzige Sticker. Für wirklich tolle Ergebnisse solltet ihr aber nicht mehr als 3 bis 4 verschiedene Stickerblätter verwenden, denn sonst habt ihr zu viele unterschiedliche Designs und Farben.
Wichtig ist, dass ihr hier eine gute Mischung an Designs habt, wo manche mit Gesichtern und manche ohne Gesichtern sind. Und auf jeden Fall solltet ihr auch schauen, dass ihr bei den Stickern sehr viele kleine Elemente auch dabei habt, wie kleine Herzen, Punkte, Maschen oder Blumen. Denn dann könnt ihr die Lücken zwischen den größeren Elementen leicht auffüllen. Wir haben hierfür etliche Sticker online bestellt und hier ist immer das Problem, dass man nicht abschätzen kann, wie gut diese Sticker schlussendlich auf den unterschiedlichen Oberflächen kleben. Denn manche Sticker sehen wirklich toll aus, kleben aber nicht wirklich gut und andere Sticker sehen auch gut aus, kleben aber wirklich hervorragend. Das nächste, was du für dieses Do-It-Yourself brauchst, ist UV-Resin. In deutschen Videos wird es oftmals als UV-Resin genannt. Wir wissen nicht recht, ob das die richtige Übersetzung ist, aber auf jeden Fall ist es diese Art von Kleber, die unter UV-Licht härtet. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich viel einfacher als gedacht. Sticker wie diese halten nicht besonders gut auf Silikon und das UV-Resin sorgt dafür, dass alles zusammengeklebt ist und alles, was du machen musst, ist das Produkt in die Sonne halten. Denn das UV-Licht härtet das Ganze. Wir starten hier mal in der Mitte und verteilen langsam die Sticker auch an den Ecken und Enden. Wir lieben den Prozess hier, die Sticker nebeneinander zusammenzufinden. Wenn du Schwierigkeiten haben solltest, dass es kleben bleibt, gib ein wenig von dem UV-Kleber drauf und halte es ins Sonnenlicht. Der Vorteil von dem UV-Kleber ist, dass man die Sticker so lange herumbewegen kann, wie man möchte. Und dann ist es erst hart, wenn man es in die Sonne hält. Wer natürlich keinen Sonnenschein hat, kann hierfür auch eine UV-Lampe verwenden. Die kennt man zum Beispiel von Nagelstudios. Es ist wirklich einfach mit dem UV-Resin zu arbeiten und es trocknet auch sowas von viel schneller als jeder andere Kleber und in diesem Fall ist es auch sicherer als Heißkleber. Denn gerade wenn man mit so kleinen Elementen arbeitet, ist es gefährlich, dass man sich mit Heißkleber verbrennt. Es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß und ist beruhigend, alles mit Stickern zu überziehen. Jetzt, wo alles mit den Stickern überzogen ist und auch gehärtet ist, können wir die AirPods hineingeben. Die Cases sind wirklich auch robuster als gedacht. In diesem Clip seht ihr Isabel, Joannas Tochter, die AirPods entdeckt hat und dann das Case durch die Gegend geworfen hat. Und es ist tatsächlich so, dass es noch immer funktioniert hat und das trotz dieser Strapaze. Man kann also sagen, die AirPods Cases halten wirklich viel aus. Es ist auch wirklich praktisch, wie es einfach schnell öffnet und wieder verschließt. Jetzt werden wir die gleiche Technik bei einem Phone Case verwenden. Das ist wesentlich einfacher, weil die Oberfläche komplett glatt ist und alle Sticker schön in ihrer Position bleiben und nicht durch die Gegend rutschen. Das Problem mit den bestellten Stickern online ist wirklich, dass man nicht sagen kann, wie gut sie auf den unterschiedlichen Oberflächen kleben bleiben. Und wir hatten hier wirklich einige, zum Beispiel die mit diesen Jelly Jewel Stickern, die auf den AirPods einfach nicht kleben wollten. Und im Vergleich dazu sind diese Jelly Food Sticker absolut toll, weil sie weich sind, aber dennoch toll kleben. Und das, obwohl beide Sets an Stickern genau gleich aussehen und sie kleben aber dennoch komplett unterschiedlich. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Phone Case zu machen. Das Do-It-Yourself ist wirklich einfach und das Ergebnis ist entzückend. Diese Jewel-Sticker sind so süß, aber die kleben einfach wirklich nicht gut. Wenn ihr also Sticker online bestellen solltet, dann geht vielleicht wirklich das Risiko ein, dass unter Umständen die Sticker gar nicht gut kleben werden. Aber mit dem UV-Resin könnt ihr auf jeden Fall einen Tropfen auf der Unterseite auftragen, es dennoch noch immer verschieben und dann natürlich auch einfach in die Sonne geben und aushärten lassen. Wie ihr hier sehen könnt, haben die wirklich von der gleichen Bestellung online und haben so unterschiedlich geklebt, was wir wirklich eigenartig finden. Es hat aber so viel Spaß gemacht, dieses Phone Case zu basteln. Das Do-It-Yourself ist wirklich einfach und das Endergebnis ist absolut entzückend. Genau wie bei der Fensterfolie ist das eine Methode, die man auf unterschiedlichsten Oberflächen verwenden kann. Ganz gleich ob Notizbücher, Stiftehalter, Aufbewahrungsboxen oder verschiedenste Dekoobjekte. Sticker sind auch etwas, was man vielleicht einfach zu Hause rumliegen hat und sich denkt, wann kann ich Sticker wie einsetzen. Diese Fensterfolien sind natürlich meistens nur in 1 Meter oder einem halben Meter Folie erhältlich, man kann die Reste aber toll für unterschiedlichste andere Do-It-Yourself-Experimente verwenden. Es gibt sogar Fensterfolien, die gar nicht einen Kleber auf der Unterseite haben, sondern eine Art Material haben, was automatisch auf dem Glas haftet. Sprich, manche Fensterfolien haben gar keinen Kleber, da kann man das sogar wieder ganz einfach runterlösen oder man kann auch toll es einfach an wirkliche Fenster kleben, denn es ist kein Kleber drauf.
Uns haben diese Do-It-Yourself-Experimente auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Sie sind einfach zum selber machen, machen unglaublich viel Spaß und eignen sich auch toll als Geschenk. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!